Sie sehen das Update Wirtschaft hier von der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen und einen schönen Tag. Schauen wir als erstes nach China. Dort sinken die Preise auf breiter Front. Da sagen wir uns hier vielleicht, ist doch prima, bei uns steigen sie und steigen und steigen. Wenn aber die Preise immer weiter sinken, kaufen die Menschen immer weniger. Die Unternehmen verdienen immer weniger, investieren immer weniger. Und so geht eine Abwärtsspirale in Gang, von der Volkswirte sagen, die ist noch gefährlicher als eine Inflation, die schwer in den Griff zu bekommen ist. Inflation bekämpft man hier im Euroraum mit steigenden Zinsen. Und dann gibt es in bestimmten Branchen, in der Finanzbranche, Sprüche wie, naja, durch die hohe Inflation, da lassen sich Schulden ja prima weginflationieren. Haben Sie auch schon mal gehört? Ist da was dran? Kann das denn sein? Klingt ja sehr einfach, fast zu gut, um wahr zu sein. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Kehl, dem Gründer des Finanzportals Finanzfluss. Er ist mir zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Kehl. Hallo, guten Morgen. Ja, wir haben hohe Inflation hier nach wie vor in Deutschland und Europa. Wenn man sich jetzt fragt, ob das gut für Schulden ist, dann muss man sich mal den Gedanken machen, was steckt denn hinter der Idee, dass sich Schulden in Zeiten einer hohen Inflation weginflationieren lassen? Inflation bedeutet ja, dass unser Geld weniger wert wird. Das heißt, ich habe weniger Kaufkraft. Früher konnte ich mir für 100 Euro mehr kaufen, als ich mir heute für 100 Euro kaufen kann. Und das wirkt sich natürlich negativ auf meine Kaufkraft aus, wenn ich ein gleichbleibendes Einkommen habe und wenn ich eine Geldanlage tätige. Auf der anderen Seite, also auf der Negativseite bei Kredit, ist dann die Idee dahinter, dass meine Kreditschulden ja weniger wert werden, sozusagen. Also nominal bleiben sie gleich, aber gemessen an der Kaufkraft wird es weniger. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, die aber nicht unbedingt richtig sein muss. Sie sagen schon, das muss nicht richtig sein. Welche Bedingungen müssten denn erfüllt sein, damit Inflation Schuldnern irgendwie zugutekommen kann? Häufig vergisst man einen Aspekt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, sprechen wir mal von einem normalen Hypothekenkredit, also die Finanzierung von einem Haus. Da stimmt es soweit, dass man ja in Kaufkraft gemessen immer weniger Tilgung bezahlt, aber man vergisst oft den Zinsaspekt. Und die Zinsen bewegen sich in der Regel immer ziemlich ähnlich wie die Inflation. Also das sieht man ja gerade, die Inflation ist Anfang 2022 sehr stark angestiegen, sprunghaft angestiegen und gleichzeitig auch die Zinsen. Und das bedeutet, dass diejenigen, die jetzt ihre Kredite nachfinanzieren müssen oder neue Kredite aufnehmen, auch deutlich höhere Zinsen bezahlen. Und damit ist eigentlich dieser Weginflationier-Aspekt oder diese Idee dahinter eigentlich weg. Und das liegt daran, dass am Finanzmarkt üblicherweise die Zinsen immer sehr, sehr gut langfristig antizipiert werden. Es gibt ja sogenannte Zinserwartungen und die stecken auch in den Zinsen drin, die die Banken ja vergeben. Also würde es erstmal bedeuten, ich zahle mehr Zinsen, weil die ja steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Es gäbe einen Dreh über die Einkünfte, dass man sozusagen einen Inflationsvorteil hätte. Wie müssen sich Einkommen entwickeln, Einkünfte entwickeln, um da wirklich jetzt einen Vorteil zu haben? Genau, also das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Die Einkommen werden ja auch weniger in Kaufkraft gemessen durch die Inflation. Das bedeutet, ich müsste dafür sorgen, dass mein Einkommen steigt. Also das ist schon mal eine Bedingung. Und zweitens idealerweise auch der Wert der finanzierten Immobilie. Denn die Idee ist ja sozusagen, dass der Immobilienwert steigt, also quasi über der Inflation liegt oder zumindest die Inflation ausgleicht und der Kreditanteil dann immer weniger wird im Vergleich. Jetzt sind wir allerdings auch gleichzeitig mit der Inflation in der Phase, wo es der Immobilienwirtschaft nicht so gut geht. Das heißt, von steigenden Immobilienpreisen kann man jetzt insgesamt, also über den gesamten deutschen Schnitt, nicht unbedingt ausgehen. Also steigende Immobilienpreise, steigende Kreditkosten. Aber warum steigen jetzt auch die Kreditkosten mit der Inflation oder sogar noch drüber hinaus? Genau, also das ist dieser Zinseffekt. Das bedeutet, wenn die Inflation steigt, passen ja Zentralbanken die Zinsen an, was ja in der Vergangenheit oder in den vergangenen Monaten mal gut beobachten konnte. Und dadurch zahle ich ja auch auf meinen Kredit deutlich mehr Zinsen. Und sprich, meine Belastung wird größer und dadurch ist eigentlich dieser Weginflationär-Aspekt wieder ausgeglichen. Also dadurch, dass die Inflation ja erwartungsmäßig in den Zinsen schon drinsteckt, also das antizipiert ja sozusagen der Markt, bedeutet das, dass ich hier keinen Vorteil oder Nachteil ziehen kann. Es ist eigentlich im Durchschnitt neutral
Und manchmal kann man Glück haben und dann hat man zufälliger, also dann hat man in einem Zeitpunkt, wo die Inflation noch gering ist und auch gering erwartet wurde, noch eine Immobilie finanziert und dann steigt die Inflation und dann profitiere ich davon. Das wäre jetzt vielleicht der Fall gewesen für Immobilienkäufer im letzten ein Jahr oder anderthalb Jahr. Mhm. Wenn jetzt die Lebenshaltungskosten steigen, Stichwort Inflation, hatten wir jetzt vierfach den Fall, dass zumindest die Löhne und Gehälter ein Stück weit mitgestiegen sind, hat aber wieder den Effekt, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Hebt sich das dann unterm Strich auf und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für diejenigen, die Schulden haben? Genau, also wenn die Einkommen im selben Maße steigen wie die Inflation, dann kann man das natürlich ausgleichen, ne? Dann kann man die Inflationsrate ausgleichen. Muss man immer ins Verhältnis setzen. Also wie viel Prozent, also idealerweise rechnet man das ja prozentual aus, wie viel Prozent meines Einkommens gebe ich für meine Kreditlast aus? Und wenn ich es schaffe, mit der Inflation meine Kreditrate zu übersteigen, dann habe ich natürlich einen Vorteil durch diesen Effekt. Aber eine Immobilienfinanzierung sollte man auch ein bisschen langfristiger sehen als jetzt nur einmalig, wenn ich den Kredit unterschreibe, weil es gibt ja auch immer noch Anschlussfinanzierungen und auch dort sind ja dann, also dort ist ja dann auch die zukünftige Inflation und die Zinsentwicklung mit drin. Das gegenteilige Beispiel oder das andere Narrativ war ja immer gewesen, gerade im letzten, würde ich mal sagen, Jahrzehnt waren wir in der Niedrigzins-, teilweise sogar Negativzinsphase, wo ja auch immer gesagt wurde, ja, jetzt ist der beste Moment, um eine Immobilie zu kaufen, weil die Zinsen niedrig sind. Was dann häufig vergessen wurde in der Argumentation ist, dass diese niedrigen Zinsen sich ja auch in den Immobilienpreisen wieder gespiegelt haben. Also die Preise sind deutlich höher gewesen. Das heißt, mein gesamtes Investitionsprojekt war nicht unbedingt rentabler, nur weil ich weniger Zinsen bezahlt habe. Ja, jetzt haben wir mal so vielleicht noch mal ganz kurz weg von den Immobilienfinanzierungen. Es gibt ja auch ganz normale Konsumschulden. Ist da Inflation ebenfalls ein Nachteil? Die lassen sich ja letztendlich auch nicht weginflationieren. Was ist mit Konsumschulden? Ja, also Konsum wäre jetzt kein Nachteil, die Inflation per se, ist aber auch kein Vorteil. Also mir frisst es, also die Zinsen reduzieren meine Kaufkraft, von daher ist es grundsätzlich eine schlechte Idee, Schulden aufzunehmen. Gerade Konsumschulden, weil hier die Verzinsungen ja nochmal deutlich höher sind und auch deutlich über der Inflationsrate liegen. Also ich würde ja hier nur profitieren, wenn meine Zinsen, die ich bezahle, geringer sind als die Inflationsrate. Und abgesehen davon haben Kredite auch eine festgelegte Laufzeit. Die Inflation kann deutlich länger gehen oder auch deutlich kürzer gehen. Das ist schwierig zu antizipieren. Und von daher würde ich nicht dazu raten, jetzt besonders viele Schulden aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sich das weginflationiert. Es gibt auch ein paar historische Beispiele, beispielsweise die Hyperinflationsphase vor ungefähr 100 Jahren. Da war es auch so gewesen, dass Immobilieneigentümer schlagartig sozusagen durch die Hyperinflation entschuldet wurden. Dann gab es dann aber später viele politische Maßnahmen, die aufgesetzt wurden, wo Immobilienbesitzer ja Nachteile durch hatten, um wirklich diesen großen Vorteil, den sie quasi aus der Hyperinflation gezogen haben, wieder auszugleichen. Also darauf würde ich jetzt nicht spekulieren. Also lieber nicht Schulden machen und auf ein Weginflationieren spekulieren. Thomas Kehl, haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Danke. 100 Jahre alt ist der Walt Disney Konzern gerade in diesem Jahr geworden. Nach dem Jubiläum zog der Konzern jetzt die erste Quartalsbilanz. Aber die wurde so ein bisschen überlagert von einer anderen Nachricht, nämlich dass die Hollywood-Schauspieler ihren Streik beendet haben und es da jetzt extra in dieser Nacht eine Einigung gab, nach vielen, vielen Monaten. Nun denkt man ja immer, Hollywood, Glamour, die verdienen doch bestimmt alle gut. Wir sprechen jetzt mal darüber mit unserem ARD-Korrespondenten in San Francisco, was da wirklich dran ist. Zugeschaltet, beziehungsweise wir haben das Gespräch vorab aufgezeichnet, denn in San Francisco ist es jetzt Nacht. Ich spreche jetzt mit unserem ARD-Korrespondenten Nils Dams in San Francisco. Überraschung? Das ist ja wichtig für beide Seiten. Die Studios haben letzte Woche noch mal richtig Druck gemacht und gesagt, das sei jetzt aber wirklich das letzte Angebot. Daran wurde jetzt auch noch mal ein paar Tage nachverhandelt. Und jetzt gibt es eine vorläufige Einigung. Die Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA müssen da noch zustimmen. Aber der Streik ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt wird zwar nicht sofort wieder gedreht, aber jetzt kann zumindest mal angefangen werden, wieder Dreharbeiten zu organisieren, für die nächste Woche vorzubereiten. Und für die Studios ist das wichtig, weil Menschen nur ins
ins Kino gehen oder auf Streaming-Plattformen, wenn es da auch immer wieder mal was Neues zu sehen gibt. Und für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist das wichtig, weil die einfach 4 Monate jetzt kein Geld verdienen konnten und es da echt oft um die Existenz ging. Geld verdienen ist auch ein gutes Stichwort. Wenn man auf die Streaming-Dienste schaut, 7 Millionen neue Abonnenten hat Disney da jetzt im Quartal gewonnen. Welche Maßnahmen haben denn die Streaming-Anbieter ergriffen, um ihr Geschäft profitabel zu machen, auch Walt Disney? Zum einen haben sie zum Beispiel durchgegriffen, wenn es um das Teilen von Accounts geht. Da haben sich Freunde einfach die Zugangsdaten ausgetauscht. Das soll ja mal vorgekommen sein. Und das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Das ist auch ein Grund, warum Disney jetzt zum Beispiel im letzten Quartal rund 7 Millionen neue Nutzer dazu bekommen hat. Und dann gibt es noch neue Abo-Modelle. Die Streaming-Anbieter haben gemerkt, dass sie mehr Geld damit verdienen können, wenn sie Abos anbieten, bei denen auch Werbung angezeigt wird. Wer keine Werbung sehen will, muss deutlich mehr bezahlen. Und die dritte Maßnahme, und das werden auch viele festgestellt haben, die E-Mail-Adressen angelegt haben, um Streaming-Dienste vor allem mit kostenlosen Probemonaten zu nutzen, die wurden einfach drastisch verkürzt oder es gibt gar keine Probemonate mehr. Wo sind denn besonders auffällige Preissteigerungsbeispiele? Man will einerseits mehr einnehmen und da gibt es Beispiele wie DAZN, die Sportplattform. Die haben mal mit 10 Euro im Monat angefangen, die kosten mittlerweile 45 Euro, haben in den letzten Monaten auch noch mal 5 Euro hochgeschraubt. Man will also mehr einnehmen und gleichzeitig auch drastisch einsparen. Zum Beispiel auch, wenn es um die Produktion von Serien und Filmen geht. Beispiel wieder Disney, weil das Konzernchef Bob Iger erst gestern angekündigt hat, der will 2 Milliarden im kommenden Jahr weniger für Produktionen ausgeben. Wir haben ja viele von uns nicht nur ein Streaming-Abo, sondern gleich mehrere. Wie reagieren denn die Kunden auf die neuen Preise, auf die neuen Maßnahmen, dass es jetzt nicht mehr so einfach ist, kostenlos zu streamen? Ich glaube schon, dass es gerade eine Phase der Beobachtung ist für viele Kundinnen und Kunden. Die überlegen sich, brauche ich wirklich 4 oder 5 Streaming-Dienste oder reichen da vielleicht auch 1 oder 2? Ich glaube, da wird sich gerade angeschaut, was passiert und da wird da ganz schnell aussortiert werden, welchen Dienst ich wirklich brauche. Nun war das ja die Nachricht der Nacht sozusagen, hat so ein bisschen die Quartalszahlen überlagert. Aber haben die sich schon bei Walt Disney jetzt mit diesen neuen Maßnahmen zur Umsatz- und Gewinnsteigerung in den Zahlen zum abgelaufenen Quartal niedergeschlagen? Positiv? Das hat es. Disney hat im letzten Quartal zwar immer noch fast 400 Millionen Dollar Verlust gemacht mit Streaming, aber so komisch das klingt, das ist ein gutes Zeichen, denn im Vorjahresquartal hat man über 1 Milliarde Verlust gemacht. Hätte man die Freizeitparks nicht, mit denen man richtig Geld verdient, dann hätte Disney ein großes Problem. Jetzt soll der Verlust beim Streaming in einen Gewinn gedreht werden. Das ist das klare Ziel von Disney-Chef Bob Iger. Bis September 2024 will er erstmals Geld verdienen mit Streaming. Geld verdienen mit Streaming im September bei Walt Disney. Da schauen wir uns dann an. Nils Dams, vielen herzlichen Dank. Wir hatten mit unserem Kollegen in San Francisco vorab gesprochen. Zurück zur Börse, zurück auf die Marktlage. Der Börsenkalender zeigt, die Zeit für Aktien ist eigentlich gut. Die Stimmung der Anleger ist aber gar nicht gut. Wie passt das zusammen und welche Anzeichen gibt es, in welche Richtung es jetzt in so einer eigentlich guten saisonalen Marktlage weitergehen könnte, bespreche ich jetzt mit Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Schönen guten Tag, Herr Redfeld. Ich grüße Sie vorher. Ja, der Börsenkalender zeigt, jetzt sind die Börsenmonate, die am besten sind, statistisch eingeläutet. Aber nach der Statistik ist schön und gut. Was heißt das denn genau? Ja, also zunächst einmal, diese Saisonalität lässt sich so erklären, dass tatsächlich der Hallo, also wenn die Leute die Kinder an ihrer Tür klingeln an Halloween und sie aufschrecken, dann müssen sie eigentlich sofort Aktien kaufen. Also um mal plastisch im Bild zu bleiben, weil einfach der Zeitraum November bis April die besten 6 Monate an den Börsen darstellen. Häufig ist es aber so, dass dann die politische Lage im Herbst von, sagen wir mal, Aufruhr, Revolutionen, Kriegen geprägt ist. Das war in der Vergangenheit so, das ist hier auch so, aber da gibt es ja auch entsprechende Einflussfaktoren, sodass die Stimmung meistens schlecht ist, wenn man in diese Phase geht. Aber häufig ist es eben so, wenn die Stimmung des Publikums oder der Anleger schlecht sind, dass dann die beste Zeit ist, um tatsächlich ein Investment zu tätigen, weil dann eben die Kurse auch relativ niedrig sind.
Aber wenn die Stimmung so schlecht ist, dann animiert das ja vor allem auch private Anleger kaum. Und die Risiken werden ja eher gesehen als vielleicht auch Möglichkeiten, die erst noch ganz fern am Horizont auftauchen. Wie passt das Kalenderblatt positiv zur Anlegerstimmung negativ? Ja, Sie haben auf der einen Seite, also nehmen wir mal als Beispiel den Ölpreis oder beziehungsweise den Israel-Hamas-Konflikt oder den Krieg dort. Sie haben dieses Premium im Ölpreis beispielsweise im Markt nicht gesehen. Das bedeutet, der Ölpreis ist gefallen, obwohl dieser Krieg dort stattfindet. Was bedeutet wiederum, dass die Märkte den Krieg jetzt aus wirtschaftlicher Sicht anders bewerten als vielleicht als das Publikum und die Käufer. Und da sieht man schon diesen Disconnect zwischen der Stimmung einerseits und zwischen dem, was die Märkte sagen, andererseits. Und man sollte bei seinen Anlagevorgehen natürlich auf das hören, was die Märkte dann auch sagen. Also im Moment fällt der Ölpreis und das ist und das bedeutet ja auch fallende Renditen letztendlich, Inflation niedrig. Und das wiederum hat eigentlich gute Auswirkungen auch auf die Aktienkurse. Also in dem Zusammenhang wären fallende Ölpreise sozusagen ein positiver Effekt. Wenn man jetzt sagen würde, Konjunkturdaten sind schlecht, Wirtschaft ist schlecht und deswegen fallen die Ölpreise, wäre das ja so quasi eine negative Entwicklung, würde man negativ verknüpfen, richtig? Ja, richtig. Das ist immer noch die Frage, ob dieser Ölpreisverfall tatsächlich jetzt die negative konjunkturelle Phase sozusagen indiziert. Wir haben in den USA im Moment noch ein relativ moderat gutes Wirtschaftswachstum von so um die 2-2,5%, jetzt auch im vierten Quartal. Man sieht im Moment noch nicht, dass der Konsument tatsächlich zurückzieht. Das kann geschehen, das wird man jetzt im Thanksgiving und Weihnachtsgeschäft sehen, aber im Moment gibt es dafür noch keine Anzeichen, genauso wenig wie die Arbeitslosenquote, die immer noch vor einem niedrigen Stand in den USA verharrt und übrigens auch bei uns noch. Ja, also gibt es sozusagen im Kalender neue Daten, wo wir demnächst draufschauen, Thanksgiving, Weihnachtsgeschäft, Black Friday, was da alles so kommt, um aus Konsumentensicht auf die Wirtschaft zu gucken. Aber wenn wir jetzt mal auf die Börse schauen, Signale, wie es da so weitergehen könnte, gibt es ja verschiedene, so technischer Art. Und eins davon ist selten und auch wenig bekannt, tauchte zum ersten Mal jetzt wieder auf seit 2019. Der Indikator eines amerikanischen Analysten namens Martin Zweig, der 1973 entwickelt wurde, also gut 50 Jahre alt. Was kann so ein Indikator denn für den Markt tun oder aussagen? Ja, wir haben selten Indikatoren, die 100% geben. Also sagen wir mal so, die meisten Indikatoren, diese hat das bisher getan, seit 1945 zumindest. Es gab in den 30er Jahren andere, sagen wir mal, in der großen Depression, da hat auch dieser Indikator einmal nicht funktioniert. Aber wir haben auf Grundlage eines Wechsels in der Anzahl der steigenden Aktien in den USA an der NYSE im Vergleich zu der Anzahl der fallenden Aktien einen Zweig Breath Thrust, für deutsche Zungen kaum auszusprechen, also eine Explosion der Marktbreite nach oben. Ja. So, das bedeutet, dass auf einmal die Zahl der steigenden Aktien an der NYSE nach oben explodiert ist und die Zahl der fallenden Aktien sich sehr stark reduziert hat. Und das innerhalb von einem Zeitraum von 10 Tagen. Das ist eine Bedingung des Indikators. Scharfe Wende innerhalb von 10 Tagen. Und genau das ist passiert am 3. November. Das ist zuletzt passiert am 31. März diesen Jahres tatsächlich. Und davor in den 80er Jahren, aber auch mal 20 Jahre gar nicht. Die Quintessenz ist, es gibt 15 Signale seit 1945 und nach einem Jahr waren die Börsenkurse im Schnitt 23% höher und im Minimum 7% höher. Das heißt, dieser Indikator gibt tatsächlich diese 100% raus. Bedeutet, nach einem Jahr waren die Kurse immer höher. Okay. Wenn dieser Indikator durchgezogen ist. Nun ist das ein Indikator für den amerikanischen Markt? Ja. Schwierig immer zu sagen, ob ein Indikator, ein Punkt wirklich ausreichend ist, um sich darauf, ich sag mal, zu verlassen. Ja. Wie oft lag der denn richtig? Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja diese 100%-Regelung. Mhm. Also der hat tatsächlich seit 1945
nicht versagt. Es sind diese 100%. Allerdings haben Sie völlig recht. Ich glaube auch nicht, dass ein Indikator immer zu 100% durchgeht. Ja. Man sollte sich auch andere Dinge anschauen. Put-Call-Ratios zum Beispiel, Technik in der Technik. Wenn die Ängste hoch sind dort, was im Moment der Fall ist, dann lässt sich auch kaufen. Aber man sollte wirklich immer 2, 3, 4 bestätigende Indikatoren finden. Allerdings ist es eben so, dass aus technischer Sicht, also aus Marktsicht, aus Sicht der Marktbreite und der Indikatorenlage im Moment die Signale ganz okay sind in ihrer Gesamtheit. Ja, nun ist das ja ein Indikator, Sie sagen, der gilt für den breiten Markt, gilt für den amerikanischen Markt. Reagieren da trotzdem einzelne Branchen, einzelne Märkte, einzelne Bereiche stärker als andere, verlässlicher als andere? Ja, das lässt sich also speziell bei diesem Indikator kaum sagen. Man hat so ein bisschen so eine Mischung oder sagen wir mal so, man sieht so ein bisschen Immobilien, also Real Estate in Amerika. Die laufen, wenn der Indikator angesprungen ist, relativ okay, was darauf hindeutet oder zeigen relative Stärke, was darauf hindeutet, dass die Zinsen, also das, den Abgleich müsste ich auch noch mal machen, der Indikator taucht häufig wohl dann auf, wenn die Zinsen an einem oberen Wendepunkt sind, so wie es im Moment anscheinend ist. Und das ist ja nicht nur in Amerika so, sondern auch in Europa, was wiederum bedeuten könnte, um auf den europäischen Markt zurückzukommen, dass natürlich auch DAX-Werte dann profitieren im Übrigen und auch deutsche Immobilienwerte. Mhm. Im Übrigen ist ja gilt ja diese positive Saisonalität der besten 6 Monate auch für den DAX, auch für Deutschland. Sagen Sie mal ein Beispiel, von wo es gerade gut läuft, wo es funktioniert mit diesem Indikator, mit dem Zweigindikator. Ja, er ist ja gerade erst umgesprungen. Also ich kann das ja noch gar nicht, also man kann ja jetzt, kann noch gar nicht messen, ob jetzt quasi der Erfolg auch eingetreten ist. Der Erfolg des letzten Indikators, also der Zuwachs am 31.3., der ab dem 31.3. stattfand, war vorhanden. Er war unterdurchschnittlich, aber er war vorhanden. Und gemessen wird das immer an den großen Indizes, also im S&P 500, an der NYSE und im Dow. Wobei, um das muss man auch betonen, in diesem Jahr diese ganz krasse Divergenz besteht. In Amerika, Nasdaq plus 40%, S&P 500 plus 14 und der Russell 2000 und der NYSE Index und auch der Dow bei fast null. Alles nur wegen der glorreichen 7, die da oben herumschwirren. Ja, die großen 7 Technologiewerte, die Märkte nach oben ziehen. Microsoft neues Allzeithoch gestern. Aber Sie sagen es ja, der Russell 2000 hat unterm Strich kaum zugelegt. Das ist ein ganz breiter Index. Richtig. Wirklich auch so ein Konjunkturabbild. Viele Branchen, viele kleinere Unternehmen auch drin. Nicht nur die großen im Dow oder S&P 500. Und wenn der sich so wenig bewegt. Und dann kommt so ein Indikator, der 50 Jahre alt ist, den man ja auch mit der Realität von heute so ein bisschen abgleichen muss. Passt der dann auch auf solche Indizes, auf solche kleineren Werte, oder hat er da keine Aussagekraft? Doch, gerade weil er eben auch die Marktbreite misst und weil er eben diesen Umschwung gemessen hat. Man muss sehen, bevor dieser Indikator anschlug, war die Marktbreite im Russell 2000, auch gerade in den amerikanischen, ist total schlecht. Das stimme ich Ihnen komplett zu. Also die haben auch eine schlechte Performance, die US-Nebenwerte. Allerdings gab es dann eben Anfang November, also Ende Oktober, Anfang November diesen Switch. Auf einmal sind sie alle auch in diesen Index hineingelaufen. Wo ich Ihnen auch recht gebe, ist, dass in den letzten 2, 3 Tagen wiederum der Russell 2000 etwas stärker verloren hat als der S&P 500. Ich kann nur sagen, es wird irgendwann auch mal der Zeitpunkt kommen, wo auch dieser Indikator versagt. Aber es ist ganz interessant, ihn im Moment zu verfolgen, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Saisonalität, also den besten 6 Monaten des Jahres. Zu einem besseren Zeitpunkt hätte dieser Indikator jetzt nicht anspringen können. Schauen wir uns mal an, was daraus wird. Okay. Und wir einigen uns darauf, ein Indikator alleine muss noch mal so überprüft werden mit anderen, auch mit der persönlichen Einstellung, Stimmung, was man vom Markt erwartet. Da muss man auch seine
seine Risiken und Chancen, Ansichten ins Verhältnis setzen. Vielen Dank, Herr Redfeld. Vielen Dank für das Gespräch. Und schauen wir noch kurz, meine Damen und Herren, wie sich hier der Börsenauftakt gestaltet hat. Der DAX heute ja, eigentlich unverändert bei 15.228 Punkten. Da ist so ein bisschen Verschnaufpause jetzt. Es ging ja relativ ordentlich rauf und das zeichnet sich auch in New York ab. Der Dow hat etwas verloren, der S&P und die Nasdaq-Werte überwiegend etwas gestiegen, aber auch in Asien ein eher durchwachsenes Bild. Ein besserer Nikkei in Shanghai, plus minus null. Deflationsdaten, die waren aber erwartet worden. Und der Hang Seng leicht im Minus, aber keine großen Ausreißer in die eine wie die andere Richtung. Wie es morgen ausschaut, sehen Sie natürlich auch wieder hier. Und ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, einen schönen Tag, machen Sie es gut.